Willkommen zu einer neuen Folge Atlas und ja, wir gucken uns mal hier schon mal die Heavy Ships Mod 2 an. Man sieht andere Schiffstyp mit kleiner Kutter, so moderner Art. Nicht schlecht das Teil. Hat leider noch ein paar kleine Bugs, wie man sieht. Aber sicherlich schwer, das Ding erstmal zu entwickeln und das Textur hier reinzubringen. Ja, das Ding hat einen Dampfantrieb. Man könnte ja das auch noch als Segel drauf planschen, aber ich habe mich mal für diesen Antrieb entschieden. Der wird genauso besetzt wie die Säge bei MBC. Ich habe hier mal einen Igor hinzugefügt. Ja, das sieht leider ein bisschen komisch aus. Da müsste man vielleicht ein bisschen größer ziehen, die Strukturen. Und hier gebaut wird das ganze Ding in der normalen Werkbank, wenn man die Mod gelernt hat. Die kann man das ziemlich spät lernen. An den Mod-Werkbänken geht es leider nicht. Und zwar, wenn man das dann erlernt hat, gehen wir mal in die Skills rein. Braucht man hier natürlich die Schiffsskills. Und ziemlich weit unten kann man das erst bauen. Und zwar hier. Das für die große Galeone und dann das Modern Boat. Und da braucht man eh so eine Modern Boat Planke in Modern Boat Deck und den Schiffsantrieb. Und natürlich das Boot in der Schiffswerft selber. Das gucken wir uns mal an. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Ja, da gibt es ja eine extra Funktion in der Werkbank. Und ja. Hier dann die Bauteile und man braucht dann quasi hier die große Werft. Die ist nicht ganz billig, wie man sieht. Hier ist die kleine Werft, die gucken wir uns später auch nochmal an. Und hier kann man dann das Atlantis, dieses Floß bauen und die Werft dazu. Das denke ich mal, dass wir das dann später, ganz später reingucken. Hier ist der große schwere Frachter. Gibt es spezielle Kanonen und Torpedowerfer. Ja, dann bauen wir als nächstes, aber erst will ich mal eine andere Insel suchen, dass ich aus diesem Freeport hier rauskomme. Ja, bebauen kann man das Ding relativ gut. Wie man sieht, habe ich hier eine fast komplette Werkstatt drinne mit Hängematte aus dem PG-Mod und eine Lampe und ja, Haufen Gedöns. Bewaffnung ist so eine Sache, ist mehr oder weniger ein Erkundungsschiff. Relativ schnell unterwegs, habe ich mir mal kurz angetestet. Hinten habe ich schon die große Werft stehen. Und ja, sonst. Da vorne mal zwei normale Kanonen drauf. Ansonsten Schiffssteuerrad braucht man und Schiffskiste. Das ist das Problem. Ich muss mal gucken, ob ich das noch umbauen kann, weil man sieht das Schiff jetzt nicht von außen wie gewöhnt. Ist gewöhnungsbedürftig. Man sieht das Ding ganz schön fix unterwegs. Kann ich das raustappen? Natürlich nicht. Ein Stück hier, das rost ganz schön, das Teil. Also es geht ordentlich ab. Und das ist ein Geisterschiff. Mit denen wollte ich mich nicht anlegen, weil wir haben null Bewaffnung und ich denke mal, das Ding hält nicht viel aus. Uiuiui, das ist gewöhnungsbedürftig zu fahren. Muss ich natürlich wieder übertreiben. Leveln kann man so auch ganz normal, wie man sieht. Ich muss ja erstmal Land gewinnen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage, wo ist denn überhaupt die Insel, wo ich hin will? Ich muss ja erstmal weg, ganz weit weg. Und das geht ordentlich ab, da kein. Bremsen tut man ganz normal, wie wenn es mit NPCs bestückt ist. Also gibt es keine Änderung. Dauert eine Weile, bis es angehalten hat. Aufgrund der Geschwindigkeit. Uiuiui, ist das Ding fix. Ja, die Treppen, die Leitern schweben ein bisschen. Kann man bloß hier hinten dran bauen. Und ja, schauen wir uns mal die Werte an. Ist jetzt schon ein bisschen gelevelt. Ein Level habe ich draufgegeben. Und zwar hier Sturdiness. Ja, ganz normal. Jetzt mal auf Ruhe und auf Resistenz gehen. Nochmal hier drauf. So. Reparieren kann man so ganz normal. Abnutzung ist relativ fix, muss ich mal so sagen. Aber gut, das ist im Vergleichsverhältnis wieder logisch, weil dafür ist es ein schnelles Schiff, sage ich mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn überhaupt hier bin. Ich bin hier, ich wollte hier hinter auf die Insel. So war das, nee, das war die Insel, wo ich letztes Mal gebaut habe, glaube ich, die große. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich glaube, das war die. Kann ich mir Wegpunkt setzen, den oder nicht? Also müsste ich quasi in die Richtung fahren. Jetzt habe ich schon wieder Level Up. Jetzt geht ja wie das Brezel backen. Mal hier, dass wir die Crewkosten ein bisschen reduzieren. Ja, das ist ein bisschen störend, aber wenn wir irgendwie spannenden NPC. Gut, vielleicht
kann man es noch beheben, aber vielleicht programmiertechnisch auch in der Hinsicht ist gar nicht anders möglich. Lassen wir uns mal überraschen. Ich muss. Ja, das Gute ist, man ist nicht windabhängig von dem Kahn. Uiuiui. Wie gesagt, das ist relativ schwieriger zu steuern, sag ich mal, weil der, relativ schnell ist. Ich traue mir gar nicht auf die Karte zu gucken, dass ich irgendwo reinreise. Ich war natürlich voll in die falsche Richtung. Ist gewöhnungsbedürftig. Das müsste ich hoffentlich in die richtige fahren. Auch nicht. Dann müssen wir komplett kehrt machen. Da waren noch die bösen Geisterschiffe. Dann können wir das rumgezackt kriegen. So. Jetzt hoffe ich, fahre ich in die richtige Richtung. Ja, gut. Behalten wir mal den Kurs hoffentlich bei. Noch ein Stück nach links. So, fährt das Ding eigentlich schon alleine, wenn ich die Steuer loslasse? Ja, und es geht ab wie Schmitz Katze hier, wie man sieht. Das rast regelrecht übers Meer. War das mal interessant. Ich bin ja mal gespannt, ob ich diese Dampfantriebe, also ich brauche jetzt kein Benzin momentan oder irgendwelche Treibstoffe, keine Kohle, das müsste man vielleicht mal einbauen, das wäre ganz geil. Weil sonst hat man ja unbegrenzt, ja, Geisterschiff. Viele Geisterschiffe. Sehr viele Geisterschiffe. Gib Gas, gib Gas. Also, ich gebe ja schon. Da schießt Donnerbolt gleich auf uns. Ist gar nicht so leicht, das auf der, aus der Sicht zu steuern. Ja, die gucken schön blöd. So. Jetzt habe ich nur die große Klappe und irgendwann werden sie mich hoffnungslos versenken mit dem Coin. Dann gucken wir mal, ob ich noch auf Kurs bin. Bin ich, sehr schön. Ich fahre mal wieder in die Bucht, wo ich früher gebaut habe. Hoffentlich ist das die Insel. Da habe ich gar nicht geguckt, wie viel Crew ich normal drauf gekriegt habe. Steuert er etwa mit? Ne, okay, ich habe gedacht, mit der Maus, aber ganz normal mit dem AST-Tasten. Ich versuche die Geschwindigkeit zu reduzieren. Es geht auf jeden Fall, okay, es dauert einen Moment. Dabei wollte ich, habe ich noch überlegt, ob ich noch das Speedsail das Gag drauf kriege, aber das reicht völlig aus mit der Geschwindigkeit. Ob das der Hafen war, wo ich gebaut hatte? Ich glaube ja. Kann man ja als Fähre verwenden oder irgendwas. Aber schade, dass man sich hinten auf die Sitzbänke nicht setzen kann. Wenn man dort was einbaut, denke ich mal, geht das auch. Torpedowerfer kriege ich leider nicht drauf, weil es ein geiles Torpedoschnellboot gehabt. Also gut, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu heftig, sage ich mal. Genau, das ist die Bucht, wo ich früher gebaut hatte. In der alten Staffel. Wo
Ich versuche mal diesmal woanders das Haus zu bauen, da drüben vielleicht, das ist ein bisschen ebener. So, ich weiß, die Werft zu setzen. Geht ordentlich ab. Will ich mal gucken gehen. Oh Gott, wir fahren ja immer noch. Wir ankern mal auch ganz normal, sehr schön. Ja, ist leider ein bisschen buggy hier von den Texturen her. Wenn es geankert ist. Wie man sieht, auch hier mit den Schiffsnamen. Dann schwebt das hier, das finde ich nicht so geil. Was wurde denn das für Geräusch gerade? Ach, das war draußen, okay. Also muss ich mal gucken. Und das daran liegt, wenn es geankert ist. Das liegt daran, wenn es geankert ist, scheinbar. Also die Strukturen verrutscht, das gefällt mir nicht so ganz. Es ist noch geankert, das war. Es ist deankert. Die Strukturen verschieben sich leider. Das hat man ja auch bei Ark das Problem, bei dem Luftschiff, bei der Steampunk. Zum Teil, dass manche Strukturen sich da verschieben. Ist ja dieselbe Programmierweise eigentlich. Ja, das finde ich jetzt nicht so schick, muss ich mal so sagen. Versuch mal rauszufahren ein Stück. Mal neu ankern. Wahrscheinlich ist es auch mit dem Relog weg, das müsste man halt mal ausprobieren. Aber meine anderen Sachen sind ja total verschoben, das gefällt mir absolut linear. Also, wir laden mal neu. Und gucken mal uns die Sache an, wie es dann aussieht. Mit dem Relog. Ob das alles wieder an der Stelle steht. Ja, ich habe jetzt noch hier die Custom Mini-Sales reingefügt. Die hatte ich vergessen bei der Intro-Folge. Haben wir zwar schon wieder einen Ladebildschirm, aber was soll das? Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ansonsten müsste ich ihn dann halt eventuell rausschneiden. Na, ich glaube, ich schneide den Ladebildschirm raus, da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ein bisschen anfangs gedauert immer. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass der Bug jetzt beseitigt ist mit dem Relog. Und dass meine Aufbauten da normal zu sehen sind. Und ja, dass ich dann in den vorhandenen Werkbänken dann die große Werft bauen kann. Ne, die sind natürlich immer noch verschoben. Das ist schlecht. Das ist richtig buggy. Ah, das ist schade. Das ist richtig schade. Die Schiffskiste ist auch sonst wo. Ich versuche nochmal was. Jetzt steht sie wieder so weit da. Aber hier hinten, das steht auch wieder da. Okay. Mal gucken, ob es jetzt wieder geht, wenn es geankert ist. Wieder ist kein Ankerpunkt. Oh, woran es liegt.
Hier ist ein Ankerpunkt. Stopp. Ah, das packt immer, wenn der geankert ist. Ah, das ist natürlich schlecht. Gut, also der Schiffstyp ist zwar von der Aufmachung geil. Aber wenn das hier so hin und her packt, ist das eher uncool. Oder ich mache was falsch, das kann doch auch sein. Aber das glaube ich nicht. Ah, das packt richtig rein. Nee, 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 das ist nicht schön. Ich gehe mal aus dem flachen Gewässer raus, wo ich nicht mehr angeln kann. Mal gucken. Halt mal hier mal an. Selbe Problem. Oder Ladefehler vielleicht? Ne. Aber vielleicht muss ich dann nochmal in der Mod-Beschreibung gucken, ob ich was rauskriege. So, das Problem ist, wenn ich an die Werkbanken rankomme, kann ich die andere Werft bauen. Mal leveln. Ich gehe mal vom Schiff runter und wieder hoch, aber wenn das alles verschoben ist hier, das ist. Oder liegt es an der Map? Das kann natürlich auch sein. Dass sich die Mod-Map nicht so richtig verträgt mit der Mod. Wäre noch eine Option, aber das kann ich nur mutmaßen. Ne, das will ja gar nicht mehr hier. Ich versuche mal was anderes. Ich fahre noch mal eine Runde. Und können wir aufsetzen, öffnen, setzen, öffnen, setzen, öffnen. Ne, das wird nicht besser. Na, das ist ein bisschen schade. Wie sieht es jetzt aus? Auch noch nicht besser. Jetzt kann ich komischerweise das Schiff nicht mehr richtig steuern. Ja gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal an der Seite, dann muss ich mal sehen, ob ich eine Admin-Box reinkriege und dann baue ich mal die andere Werft. Eigentlich hatte ich ja alles schon auf die Schiffe vorbereitet, weil das Ziel war, hier was einen kleinen Hafen hinzubauen, zumindest erstmal eine, die große Werft davon, beziehungsweise beide Werften, aber wenn das jetzt nicht so will, ja. Mich interessieren ja die anderen Schiffstypen auch. Da bauen wir dann erstmal einen großen Frachter. Mal schauen, was wir dafür brauchen alles. Aber da muss ich erstmal auf Screen das vorbereiten.
Wir angern mal. Gut, ne, da beißt die Maus keinen Faden ab, das wird nicht besser. Mal sehen, ob sich das vielleicht mal mit einem Update wieder fängt. Ich hoffe, dass die anderen Schiffe funktionieren. So, Heavy Ships brauchen wir da. Da fehlen uns Steine, Holz und Zeug. Ja, jetzt, das hatte ich eigentlich alles hier unten drin. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Das ist alles verschoben. Gut, ja, da werde ich mal die Folge hier beenden an der Stelle. Und ja, ich versuche es nochmal mit dem Atlas Neustart. Das wäre vielleicht doch eine Option. Und ja, dann schauen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich es geschafft habe, die Werft hier hinzuplanschen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüssi.